Oh, Säuberungsanzeige ist voll. Oh Mann, das eskaliert. Ich hab's gerade gecallt. Oh, und die findet in meiner Base statt. Ich hatte für einen kurzen Augenblick die Hoffnung, dass die Säuberung in der anderen Base stattfindet. Ey, was geht denn heute hier ab? Wie krass ist denn bitte dieser Abend? Habe ich noch nicht genug Leid erfahren? Jetzt musste noch die Säuberung her. Das Ding ist, unsere Base ist nämlich auch nicht zu. Wo sonst? Weil ich habe zwei Bases. Ich habe zwei. Eine im Süden und eine hier. Deswegen. Stella, komm mal her. Und wenn ihr euch jetzt wundert, warum habe ich nichts Besseres zu tun, als kurz vor einer Säuberung Holz zu sammeln, dann hat das damit zu tun, dass ich die Basis erstmal zumachen muss. Hier nämlich. Zu den vier Tigerbabys, die du wieder züchten kannst, ja. Und ich hätte aber gerne auch den Rest behalten. Warum snappt das hier nicht? Warum kann ich hier nicht platzieren? Ich werde irre. Warum funktioniert mein Bauhammer jetzt nicht? Oder kann ich von der Säuberung nicht mehr bauen? Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Na, das wird ganz großes Kino. So ein Bett in deiner Base? Ja, habe ich. Mittlerweile schon. Zeit rennt so unglaublich, ne? Ich habe den hier. Den könnten wir hier hinstellen. Ich könnte die alle erstmal auf Bewachen stellen.
Leute, ihr müsst jetzt alle mithelfen. Meine erste Purge, ja. Okay. Den können wir eigentlich nicht hier stehen lassen. Der muss eigentlich hier hinten verteidigen. Weit weg. Stella folgt mir. Wenn der Dude drauf geht, ist es halt so, ist halt ärgerlich, aber nicht zu ändern. Zwei Minuten. Vor allem sind da bestimmt Leute dabei, die ich wahrscheinlich gerne zähmen würde. Also die ich, nein, nicht zähmen, motivieren möchte, für meine Sache zu kämpfen. Aber ich werde wahrscheinlich panikartig versuchen, alles irgendwie klein zu hauen. Obwohl, die kommen in Wellen, ne? Wenn die in Wellen kommen, dann könnte ich vielleicht doch den einen oder anderen hier für meinen... mein Zutun begeistern. Stella, komm mal her. Ich hab noch Fleisch für dich. Tier werden, aber dann ist es okay. Dann ist es okay. Arzt. Ich räume jetzt letztendlich bei mir hier nur noch auf, weil ich kann nichts mehr machen. Ich habe alle platziert. Und ab jetzt die wird daneben stehen und sich totlachen, ja, und nichts tun einfach. Tja. Ich habe nicht mal einen Aussichtspunkt. Hier kann ich gucken. Hier kann ich gucken. Hier kann ich gucken. Und hier kann ich gucken. Aber schlecht eigentlich. Ich brauche über der Tür eine Aussichtsplattform. Ich brauche von hier einen Gang. Und dann brauche ich über der Tür. Dann brauche ich über der Tür einen Balkon, dass ich runtergucken kann. Da kann ich vielleicht runter snipen. Okay, 50 Sekunden. Ich bin echt schlecht vorbereitet. Ich habe diese Anzeige nicht mehr auf dem Schirm gehabt, Leute. Warte mal, wir können. Jetzt wird's spannend, ja. Nur kein Druck. Als ich umschwenke auf die Waffe. Okay, wichtig ist, schnell zu spotten, wo sie herkommen. Okay, let's go.
Da sind sie. Es sind nicht wenige. ETF. Was war das denn bitte? Alter. Die haben es ja nur auf mich abgesehen. Okay, lol. Oh lol, hinter mir auch noch. Wie viele sind das denn? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Okay, Ruhe bewahren. Wo sind noch welche? Da liegt Stella. Ich muss einen Überblick gewinnen. Ich muss erstmal einen Überblick gewinnen. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Okay. Alter, wie die reinhauen. What the fuck? Ich kann mich kaum umdrehen. Was ist das denn für eine Purge? Warum fühlt sich die denn so unfassbar unfair an? Oh mein Gott. Warum fühlt sich das nicht fair an, Leute? Ich komme nicht mal zu meinem Loot. Ist das ein bitterer Moment. Ich wurde durch Sturz getötet. Okay, nice. Schluss jetzt hier. Boah, wie viele sind das denn? Ich komme nicht raus. Ich komme nicht mal einen Meter weg. Ich komme nicht mal einen Meter weg. So weiter du im Norden musst, desto stärker die Gruppe. Ja, aber lol, ich bitte euch. Ich sehe ja hier keinen Stich. Und die machen alle meine Tiere tot. Und ich sehe nicht mal mehr was. Ich komme nicht mal zu meinem Loot. Sehe nichts. Sehe nichts. Sehe gar nichts. Okay, jetzt sehe ich was. Ist alles platt. Wir haben alles platt gemacht. Lol. Okay.
Nein, 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 nein. Ich kann gerade nur rennen, weil ich was trinken muss. Jetzt mal nichts für ungut, ne? Aber... Okay, wo ist noch jemand? Ich habe meine ganzen Begleiter verloren, ne? Okay, hier leben noch welche. Alter, womit hauen die denn da bitte zu? Was ist das denn? Alter. Meine Waffen sind kaputt, oder? Okay, die sind geklaut. Habe ich kein Schild mehr und keinen Speer. Okay. Okay, Schild und Speer wurden geklaut. Okay. Da unten sehe ich nichts mehr. Die machen alles kaputt. Okay. Alter, ich kann mich nicht mal bewegen. Ich komme da nicht mal aus der Ecke raus. Ah, ist das ein Drama. Zerkloppen die mir jetzt eigentlich meine ganze Bude? Kann das sein? Gott, ey. Ich will mich nicht mal dagegen wehren. Wir werden so lange weitermachen, bis die ganze Base gone ist. Nice. Ja, sagt er. Das ist ja super. Tja, Verteidigung habe ich auch keine mehr. Okay, schön. Oh Gott, ich habe sogar einen weißen Jaguar bekommen. Das ist bitter, was hier passiert. Der steht natürlich da und wartet nur. Na komm schon. Aber warum ist mein Schwert, mein Speer und mein Schild nicht mehr da? Okay, die sind alle nur auf mich. Okay. Wie soll ich das denn bitte gewinnen? Also, ich kann sie höchstens weglocken, versuchen zu dodgen, aber. Das sind alles Legendäre. Okay, vielleicht am Einzelkampf. Ich habe doch Q gedrückt. Das funktioniert nur so lange, bis mein Bett kaputt ist, ne? Wenn sie mir anfangen, mein Bett zu zerstören, dann ist hier sowieso Feierabend. Dann werde ich nämlich in einer anderen Basis spawnt. Oh Mann, was mache ich denn?
panicke natürlich auch extrem, ne? Das war mal ganz gut. Okay. Einer weniger. Aber warum ist mein... Da ist mein Schild. Wichtig. Und hier ist mein Speer. Auch wichtig. Ich glaube, ich kämpfe mit dem Kurzschwert. Das ist schneller. Loote ihn. nächster taktischer Move wäre Getränke holen. Getränke holen. So. Mal weg. Okay, 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 okay. Zwei weniger. Loot. Lücke. Können wir durch. Die haben jetzt nicht so viel gutes Zeug gehabt. Okay, wieder einer weniger. Let's go. Ich gebe hier noch nicht auf, Leute. Ich bin so langsam drin. Da sind zwei. Zwei sind zu viel. Die können sich aber nicht einigen. Und ich kenne mich hier aus. Das ist die erste Welle. Ja, ja, ich weiß. Das mach mir das nicht kaputt jetzt. Scheiße. Aber du hast ja recht. Shit. Am Ende kommt noch ein Boss. Ja, ja, das. Mist. Okay, die sind gerade ein bisschen lost. Ah, okay, hallo. Oh, mit seinem Langschwert ist er langsamer unterwegs. Okay.
Okay, let's go. Wieder zwei weniger. Okay, die haben auch fiese Schwerter. Nein, 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 nein. Ah. Okay, viele können es ja nicht mehr sein. Hallo, ich möchte das Schwert bitte auf die 5. Schwert ist definitiv besser. Okay. Da ist noch einer. Die sammeln sich neu, ja genau, das brauche ich. Das brauche ich. Also meine einzige Sorge, die ich habe, ist, dass ich keine Tränke mehr habe. Das ist tatsächlich meine größte Sorge. Hier. Also viel guter Loot war jetzt auch nicht dabei bisher. Überall ich, das bin immer ich. Oh Mann, ey. Aber es ist okay. Hey, es ist okay. That's the game. Das bin auch ich. Okay. Da kommen sie. Hier. Oh, kann es die letzte Welle sein, please? Sind es echt nur 4? Oder nur 4 von der Seite? Ich habe echt nicht viele Tränke. Oh, ich habe hier schöne Rüstung. Schöne Rüstung. Die laufen auf die andere Seite. Perfekt. Das heißt, hier sind nur 2. Nur einer.
Oh, die Wölfe gehen natürlich auf mich. Oh, Hilfe. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Okay, die sind auch zu zweit. Und der ist... Okay, das kommen, es werden immer mehr. Das sind zu viele. Ich kann nicht gegen drei gleichzeitig. Die müssen sich mehr aufteilen. Ich dachte, es wären halt nur vier und das sind aber irgendwie acht. Okay, da sind sie alle rausgerannt. Inklusive der Wölfe. Lol. Hier sind doch deutlich mehr. Guckt mal. 2, 4, 6, 7 sehe ich. Okay, kann ich jetzt jemanden abschmatzen hier irgendwie? Ich muss weg. Patrouillieren alle da drüben. Das spielt mir in die Karten. Schilde hoch. Schilde hoch. Der haut Gott sei Dank nicht ganz so doll zu. Okay. Okay, es werden langsam. Es werden nicht weniger, aber ich bin. Ah, hallo. Uah. Eine Bogenschützen. Warte mal, was sollen die machen? Ich bin noch nicht am Ende. Ich bin noch nicht am Ende. Die reißen mir zwar hier alles ein, aber... Okay. Wurde getötet durch mich. Okay. So, die versuchen die Säulen einzureißen. Komm schon weg. Ach Mann. Das ist so doof. Dass ich nicht Doppel-E drücken kann, um halt aus dem Menü wieder rauszukommen, sondern das bringt meistens nichts. Deswegen muss ich meistens über Tab gehen. Das ist so blöd.
Einmal F geht, glaube ich, auch. Ja. Gut, die Leichheit mit F. Ja, das ist eine gute Idee. Nervig. Für mich so machtlos, ne? Wo ist sie? Okay. F war gut. Oh mein Gott. LOL. Das Spiel hat mich gerettet. Das Spiel hat Erbarmen. Das Spiel hat Erbarmen. Das Spiel hat Erbarmen. Ich finde, das habe ich auch. Das ist auch okay. Ich finde, das ist okay. Ich finde, der Preis war hoch genug. Oh, mein Tierpferd, ich habe sie zerstört. Wow. Was wir alles verloren haben, Leute. Kann es mir noch gar nicht ausdenken. Du brauchst mehr Kämpfer, vergiss die Tiere, die taugen nichts. Ja, irgendwie schon. Krass. Aber das ist ein Lessons Learned. Ja, schaut es euch an. Der Loot ist noch da. Yay. Meine ganzen Leichen. Ich habe eine gute Rüstung bekommen. Ich habe einen gehärteten Stahlpickel bekommen. Yay. Aber zu welchem Preis? Das mit F wusste ich nicht. Danke für den Tipp zum Schluss. Das hat mir tatsächlich nochmal eine Möglichkeit gegeben. Aber Leute, was hier alles kaputt ist. Es ist ja nicht nur... Wo soll ich anfangen? Halt irgendwie alles, ne? Also es demotiviert mich nicht, ja? Also versteht mich nicht falsch, das ist es nicht. Es ist eher so, boah, krass, was jetzt alles neu gemacht werden muss, was wir alles schon geschafft hatten und was ich jetzt alles nochmal machen muss. Das ist halt eher so das Ding. Ich meine, die Basis in Grundzügen steht noch, wir müssen ein paar Säulen ersetzen, wir müssen ein paar Wände ersetzen, das ist ja alles lächerlich. Was halt wirklich schmerzhaft ist, ist das Thema Tiere. Tut mir schon weh. Elixiere haben wir hier bekommen, okay. Also auch wenn ihr sagt so von wegen, ja, die Kämpfer sind viel besser, das wird ja alles richtig sein. Ich habe trotzdem dran gehangen. Ja, wir hatten keinen... Wir haben immer noch ein Pferd hier für ein Pferd. Das ist cool. Wir haben aber kein Pferd mehr. Wir haben keine Begleitung mehr. Wir haben auch... Ja, wir haben letztendlich auch die... Stella verloren. Wir haben noch das Bett. Der Balkon ist fast komplett zusammengebrochen. Okay. Krass. Krasse Geschichte. Wir haben einen weißen Puma. Wo denn? Weil der Pferch ist hinüber. Hier liegt er leider nicht. Leider nicht.
Ich habe auch am Anfang falsch gekämpft, weil ich keine Ahnung hatte. Ich hätte am Anfang gleich mit der Kurzwaffe. Schlimmer wäre, wenn sie alle Säulen geschrottet hätten. Das stimmt. Ja, also natürlich. Man muss es jetzt positiv sehen. Es hätte viel, viel schlimmer kommen können. Definitiv. Weil es steht noch was. Wir wurden ja nicht komplett vertrieben aus dem Bereich hier, sondern es wurde nur massiv zerstört. Ja. Und es war meine erste Purge. Und ich hatte keine Ahnung. Und man hat es gesehen und es ist okay. Also, ich bin fein damit. Weil, guck mal, zum Beispiel das hier alles ist noch da. Es ist ja wirklich viel, was wir auch gesammelt haben, noch da. Es ist aber auch viel weg. Das hier steht zum Beispiel noch. Das ist mega geil, dass das hier noch steht. Das ist super viel wert. Und das andere ist eine Fleißgeschichte. Ja. Der andere Balkon hier. Haben wir die Anja eigentlich gelootet? Ja, haben wir. Okay. Wir haben noch genug zu essen. Mehr abgetrennten Arm. Ein paar Elixiere. Warte mal, was haben wir noch? Was ist das denn? Kletterstiefel. Okay. Okay, ich bin mal raus. Hoffe, es klappt mit dem Chrome-Server. Wäre cool. Ja, also wird es auf jeden Fall. Aber es wird noch einen Moment dauern. Ja, also ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Geduld. Wie gesagt, genau wegen sowas wollte ich diesen Spielstand, um genau das zu lernen, um das zu begreifen, was es bedeutet, die Stärken zu sehen. Ja, wenn Tiere nicht die besten sind, hey, das ist völlig fein. Es ging mir darum zu verstehen, wie funktioniert das, wie läuft das ab, wie panisch reagiere ich. Wir haben festgestellt, sehr. Aber irgendwann habe ich einen kühlen Kopf bewahrt. Irgendwann habe ich die Kurve bekommen. Es war relativ spät und ich hätte das Ganze noch eine Weile machen müssen. Aber okay. Oh, hier ist gehärtetes Leder. Es war schlimmer, als ich dachte. Und gleichzeitig ist das Endergebnis nicht so schlimm, wie es hätte sein können. Und ich glaube, so muss man das betrachten. Das Spiel hat mir eine Lektion erteilt. Aber es hat gesagt, so, du wolltest wissen, wie es ist. Jetzt weißt du es. Mach besser, lerne draus. Bis zum nächsten Mal. Genau das. Ich versuche gerade irgendwie meine Gedanken zu ordnen. Was die Kleidung angeht. Und ich kann mit den Armen hier irgendwie nichts anfangen. Die machen mich gerade fertig. Ja, also das heißt, wir müssen auf jeden Fall eine Menge sammeln. Eine Menge sammeln. Und gerade hier ist viel kaputt gegangen. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil das ist so ein Bereich. Wir haben sogar noch ein Rad. Wir könnten uns sogar noch mal jemanden holen. Ja, Gorne, ne? Gute Nacht wünsche ich dir. Vielleicht, ich hoffe, du hörst es noch. Schön, dass du so lange dabei warst. Es ist ja auch 3 Uhr. Ich muss Feierabend machen heute. Das heißt, wir machen dann nächstes Mal an der Stelle weiter. Auch wenn das natürlich jetzt ein ziemlich frustrierender Moment ist. Auch hier zum Beispiel der Webertisch mit dem ganzen Leder und den Tierhäuten ist alles weg. Dafür haben wir die ganzen Häute noch und die Tierhäute. Also wir müssen halt im Prinzip nur alles nochmal neu machen. Jo. Tja. Ich habe hier natürlich jetzt erstmal nichts. Hurra, wir leben noch. Und die Basis lebt auch noch. Krass. Was für ein krasses Event. Ich hätte es mir nicht so schlimm vorgestellt. Aber es war halt auch... Ja, es war halt auch echt fies. Hier haben wir Holz. Nice.
Wir haben sogar zwei Stahlhackmesser mittlerweile. Ja, aber das wird schon noch. Das wird schon noch. Bin zuversichtlich, da geht noch was. Wir sind noch nicht am Ende. Wir sind hier noch nicht am Ende. Es war nicht einfach, aber wir leben noch. Und ich muss aber definitiv viele Materialien sammeln und viel wieder aufbauen. Und ja, gerade das hier muss erstmal wieder zu. Und ich habe ja auch, ich brauche definitiv Spots, wo ich halt, ja, wo ich halt auch wirklich ein bisschen mich schützen kann, ne? Zwirn brauche ich, Hilfe. Whistle, vielen, vielen Dank für deinen Prime hier. Sehr, sehr großzügig. Dankeschön. Und das, obwohl ich hier so leide. Aber ich bin nicht unzufrieden. Ich bin nicht unzufrieden. Ja, es ist ein Game, das fordert mich heraus. Ich finde es geil. Danke, Whistle. Viel Spaß mit den Emotes und vielen, vielen Dank für deinen Support. Der ganze Deko-Krempel hier erstmal weg. Wir haben super viele Pfeile mittlerweile auch, ne? Eisenkopf, Rasiermesser, Stahlpfeile, Elfenbeinpfeile. Die kamen alle jetzt hier aus dem The Purge. Ja. Genau, also kühlen Kopf bewahren, Gedanken machen, wie geht's weiter? Und dann am Montag. Am Montag greifen wir voll an. Wir müssen die Basis besser machen. Und wir müssen uns Leibeigene holen. Neue Leibeigene. Wir brauchen einen Zuchtmeister. Wir brauchen definitiv mehr Verstärkung. Kämpfer. Und wir haben ja noch ein Rad des Schmerzes. Ist ja nicht so. Und Säulen müssen wir. Säulen muss ich mal gucken. Die haben von unten die Säulen alle weggerissen, ne? Ja, hier. Die haben die Säulen hier weggerissen. Das mit dem F-Knopf hätte ich mal vorher wissen müssen, aber ich war ja noch nicht in der Situation, dass das irgendwie kritisch war und ich schnell mal mein Loot einsammeln musste. Ich hatte ja meistens Zeit. Aber das mit dem F-Knopf ist natürlich ein Riesen-Win. Einfach vorbeilaufen, F drücken, angezogen sein, alles im Inventar haben. Aber da sieht man halt auch die Unerfahrenheit, ne? Ich finde es auch gut. Es nervt natürlich, wenn du dann am Spawnpunkt jedes Mal wieder stirbst, ohne Frage. Das ist mega, mega nervig. Aber, ey, wir sehen es positiv. So, Stabilität ist auch wieder hergestellt. Was ich jedoch überlege, ist, ob das Level 4... Die Stufe 4 dieser Raids oder dieser Purges tatsächlich angemessen ist oder nicht. Das ist halt so eine Geschichte. Es ist schon ziemlich, ziemlich strong. Aber jetzt kann ich das hier alles korrigieren, Leute.
Na, da schaut her. Und schon sind wir hier wieder fast back in the game. Zumindest was die Integrität der Basis angeht. Ja, aber mal ohne Flachs. Letztendlich, wenn ich die mir einzeln vorgenommen hatte, im One-on-One hatte ich eine Chance, ne? Auch gegen diese legendären Kämpfer. Das war schon okay. Bloß wenn es zu viele waren und von verschiedenen Seiten, ist halt unfair. Ist halt wie Cheaten. Und da bräuchte ich definitiv eine Leibwache. Ich habe es mir auch zu einfach vorgestellt. Ja, also ich meine, ich habe da die Kämpfer und Stella einfach so in den Ring geworfen. Ich habe auch nicht mal darüber nachgedacht, die irgendwo hinzustellen, wo sie sicher sind, damit ich sie danach irgendwie wieder einsammeln kann oder sowas. Also ich hätte wahrscheinlich meinen wertvollsten Loot einfach in das Pferd packen sollen. Und ich dachte ja auch wirklich, das Pferd überlebt da oben. Also, das war halt super naiv. Aber unwissend halt, ne? Das ist Krieg, ja. Es war ein bisschen unfair. Es gab auch ein Ungleichgewicht zwischen den Kräften. Und trotzdem muss ich, ich weiß nicht, ob das eine Mechanik eingebaut ist oder ob es Zufall jetzt war, aber das Spiel hat mich ja am Ende verschont mit einem blauen Auge. Und das ist schon irgendwie auch fair. Ja, ich habe in dem Gebiet gebaut, ja, das stimmt auch. Ehrlich gesagt habe ich aber in dem Gebiet gebaut, ohne dass ich wusste, was auf mich zukommt. Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Geschweige denn, dass ich mir vorstellen konnte, dass die Purges hier... Erstmal habe ich an die Purges überhaupt nicht gedacht. Erst im Laufe des Spiels dann irgendwann. Und ja, dann wäre es halt cleverer gewesen, man hätte vielleicht in einem anderen Gebiet gebaut. Mit Sicherheit. Ich meine... Ganz offensichtlich. Ja, müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Ist wahrscheinlich schon mit eines der schwierigsten Gebiete hier. Außer man baut noch weiter nördlich. So. Genau. Die Platte machen wir noch. Und dann kommt hier nämlich noch eine hin. Zack, zack, genau. Und die ist nämlich dafür gedacht, genau. So war das ursprünglich geplant. Das ist jetzt so der Umbau, den ich machen wollte, als das Rad des Schmerzens, oder wenn das Rad des Schmerzens fertig ist. Zack. Und zack, zack. Genau. Weil jetzt können wir nämlich, und das wollte ich euch noch zeigen, können wir nämlich die Geschichte hier vorne zumachen. Und das habe ich falsch umgebaut. So muss es sein, genau. Nein. So. Das gibt's doch nicht. Man sieht es leider nicht. Das ist super schlecht zu sehen. Ich sehe auch leider den Pfeil nicht. Ah, so ist Außenseite. Ärgerlich. Ich sehe es nicht. Genau. Jetzt ist das nämlich hier zu. So hatte ich mir das vorgestellt. Und jetzt können wir hier nämlich ein Tor reinsetzen. Und es gab doch auch hier irgendwo eine Rampe. Eine flache Treppe, Eckrampe, nee.
Ja, hier, guck mal, genau. Genau so. Und dann halt zu. Dann machen wir das da auch noch zu. Zack, Lücke gestopft. Schon etwas weniger Chaos. So, was fehlt hier noch? Da. Naja, dann ist nur noch ein großes Loch hier. Das passt doch. Es wird doch, Leute. Wir reparieren das hier. Das kriegt ein großes Pflaster alles. Und das hier sieht schon wieder viel gesünder aus als vorher. Ja, Ast rein. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, oder? Na, ein bisschen. Ein bisschen Zeit haben wir. Auf jeden Fall müssen wir die Prioritäten neu festlegen. So, aber apropos Prioritäten. Oha. Aber das passt schon. Wir bauen das wieder auf, Leute. Wir bauen das wieder auf. Aber jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Jetzt machen wir Feierabend. Vielen, vielen Dank für alle, die so fleißig dabei waren. Ich meine, wir waren jetzt hier 7,5 Stunden unterwegs. Holy shit. Das ist für mich echt viel. Es hat mega, mega viel Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ich wünsche euch eine gute Nacht.